Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier bei Twin Saga. Ja, wo bin ich denn hier stehen geblieben? Wir haben die Senshi-Quests gemacht und auch die auch beendet in diesem hier bei im Azurin-Wald. Und mit der Hauptquest, wir sind in der Nähe von der Verudentia-Lager. Und was müssen wir denn überhaupt machen? Ach ja, magisches Eisenerz. Den müssen wir noch irgendwie finden. Also ich gehe nochmal schnell zurück zu Romlin. Also ich vermute mal, dass das Eisenerz bei ihm in der Nähe zu finden ist. So. Wir versuchen nochmal diese Quest hier. Beim letzten Mal ist dieses Ausrufezeichen ja, da ist ja nicht weggegangen. Das heißt ja, dass ich die Quest irgendwie nicht gemacht habe. So, wir kaufen uns ein Glückspfennig. So. Und damit gehen wir jetzt hier hin. Man sagt, durch den Wurf einer Münze in den Wunschbrunnen beschwört man den Wasserlord, bei dem man sich mit etwas Glück was wünschen darf. Achso, wir brauchen auch noch Glück. Das heißt, wir brauchen mehrere Versuche. Ich weiß nicht, ob du sie geworfen hast oder nicht, Wes. Ich kaufe mal 5 Stück. So. Blöd, dass sie sich nicht stecken lassen, also dass die jeweils immer einen Inventarplatz benötigen. Das reicht, dumme Sterbliche. Warum glauben Sterbliche es? Nichts als Ärger. Okay, wenn es nur aus Essen stören, mich im Schlaf hat. Und was mit unserem Wunsch? Ja, der Wassergott scheint ziemlich genervt zu sein. Egal, wir werfen nochmal eine Münze. Ein Fisch hat die Münze verschluckt. Ja, guten Appetit. Ich weiß nicht, ob du sie geworfen hast oder nicht. Ja gut, der Glückspfennig sinkt langsam zu Boden, scheinbar ohne Wirkung. Ja gut, wir haben wenigstens den Wassergott sehen können und die Quest ist jetzt auch weg. Das heißt, wir haben es beendet. So, wir müssen Eisenerz finden. Wo finden wir denn Eisenerz? Glanzmoor. Die haben wir ja in der letzten Aufnahme bekämpft. Ja, heute kann ich nicht so lange aufnehmen, weil ich erwarte noch Besuch. Das bedeutet, solange ich Zeit habe, kann ich aufnehmen. Und ich habe in der letzten Aufnahme auch gemerkt, dass ab und zu, also als ich immer die Stimmen gewechselt habe, so ein Knirschen, also so ein Knarzen im Mikrofon zu hören war. Ich weiß leider auch nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich leicht übersteuert, ich weiß nicht so genau. Oder ich habe einfach intuitiv, ohne zu merken, bin ich näher ans Mikrofon gerückt. Weil wenn ich ja immer die Stimmen wechsle, dann werde ich automatisch leiser und dann, ja. Ich glaube, wo gibt es denn hier Eisenerz? Wo ist überhaupt Rom ein Gespräch? Thank you.
Ja, die sind hierher gekommen, also die beiden sind hierher gekommen, um einen Riesenfeder zu holen. Und jetzt stecken sie hier fest und können nicht raus, weil hier diese ganzen Vögel rumlaufen. Ja, und jetzt bereut der Junge, dass er mit Jasper mitgekommen ist. So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Schau mal auf der Karte. Oh, wir sind viel zu weit oben. Wir müssen weiter in die Richtung. Kann ich hier durch? Nee, das geht in die falsche Richtung, oder? Ah, doch, das ist richtig. So, ja. Sie wird fleißig gekämpft. Ich glaube, er kommt zurecht, oder? Ich glaube, wir sind in einer Gruppe. Ach ja, ich habe kein Uja. Level 35, das schaffen wir. Das können diese. Ah, magisches Eisenader. So, 5 Stück. So, noch 2, oder? Ja. Jupp. Das war's. So, da ist das Lager. Das heißt, Romlin müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Das ist das Blöde, wenn man auch eine Aufnahmepause macht, weil wenn man kein Glück hat, wie ich jetzt, gerade, dann läuft man sich dumm und dämlich, wenn man nicht die Autobahnfunktion benutzen will. So, ja, dann reden wir mal mit dem Wachhauptmann. Haha, ich danke dir für deine Hilfe. Das sollte uns reichen. Romlin teilt das Erz unter dem Wachen auf. Diese Pfeile sind nicht nur explosiv, sie können auch Feinde anvisieren. Okay, die Pfeile sind fertig. Kirchi sollte auch fast fertig sein. Haha, hat jemand nicht nach mir gerufen? Casey taucht plötzlich aus dem Nix auf und erschreckt damit jeden zu Tode. Casey, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass du uns nicht so erschrecken sollst. Rommel schüttelt missbilligend den Kopf. Wenn wir wissen wollen, wie man Feinde überrascht, sollten wir das Anschleichen erstmal bei uns üben. Casey lacht und zeigt ein süßes Lächeln, das Rommel gar nicht lustig findet. Ich habe herausgefunden, dass der Feind sein Lager am Westen aufgeschlagen hat, doch es sind noch immer wenige. Während sie ihren Bericht erstattet, unterdrückt Casey ein Lächeln. Ich muss euch aber warnen, dass unser Feind ein paar Schwärmer in der Nähe beherrscht und sie für den Angriff verwendet. Wenn wir sie nicht zuerst loswerden, dann können wir unseren Ansturm nicht zu Ende führen. Ich verstehe. Nun, dann müssen wir das Schwärmernest angreifen und sie bei unserem Vorstoß zurückdrängen. Casey hat ihre Aufklärungsmission beendet. Die Bredencia-Truppe hat im Westen ihr Lager aufgeschlagen und beherrscht die nahen Türkischschwärmer. Romlin beschließt, dass die Türkischschwärmer ausgerottet werden müssen, bevor ihr weiter marschieren könnt. Rotte die Türkischschwärmer aus. Ja. Dann rotten Gents Attacke! Also Soldatenattacke, die losmarschiert. Ja, dann rotten wir meine ganze Spezies aus. Nur um die Bredencia auszulöschen. So. Mal wieder schießen. Ach, die kämpfen auch mit. Da ist Casey, da hinten ist ein Soldat, ich weiß nicht wer. So,
So, da oben geht's weiter. Wir dringen so langsam ins Residenzlager aus und ich hoffe, dass ich das nicht übersteuert habe. Und es gibt auch andere Spieler, die uns vielleicht dabei helfen können. Ja gut, was heißt hier vielleicht? Die können uns bestimmt helfen, aber... Ne? Ich hoffe, ihr wisst, was meine. So. Okay, ich will den die Mobs nicht wegnehmen. Schau mal. Okay, gut aus. Und hier, bei dem auch. Ja gut, dann lass ihn mal in Ruhe. So, haben wir noch irgendwo was? Gleich ist es geschafft. Ich muss nur noch ein paar noch erledigen und dann geht's weiter mit der Mission. So. Gut, das war's. Jetzt müssen wir Romlin finden wahrscheinlich, ne? Der Romlin. Sprich mit Romlin, um die Quest abzuschließen. Wo ist er denn? Im Süden. Also weiter südlich. Also in die Richtung. Ist er wieder in der Stadt? In der Stadt? Im Dorf. Ein Krokodil. Und es schläft. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch, ne? Ah, da hinten ist er ja. So. Ha. Großartig. Die verbliebenen Schwärmer stellen keine Gefahr dar. Jetzt können wir uns auf unseren wahren Feind konzentrieren. Casey hat die... Ja, das habe ich ja schon vorgelesen. Das ist der Plan. Wir werden rund um das feindliche Lager Markierungen aufstellen. Die Pfeile können die Markierungen anvisieren. Alles, was wir tun müssen, ist in das Verudentia-Truppenlager eindringen und den Navigator platzieren. Überlass diese Aufgabe mir und JT, sagt Casey mit einem Lächeln. Woher wissen die überhaupt, dass die lächelt? Die hat doch so ein... Wie nennt man das? Ne? So ein Schleier vor dem Mund. Wir müssen das Gerät platzieren, damit der Angriff eingeleitet werden kann. Es wird sich mit den Markierungen im Lager synchronisieren. Dann müssen wir nur noch die Pfeile abschießen. Alles, was wir tun müssen, ist dieses Gerät in der Nähe des Lagers aufstellen und schon kann es losgehen. Die magischen Pfeile in der Berylon-Wache haben eine Zielfunktion, die automatisch das aktivierte Ziel anvisiert. Schleiche dich ins Verudentia-Lager und platziere den Navigator. Benutze den Navigator an der ausgewiesenen Stelle. Ausgewiesenen Stelle? Da oben, oder wie? Nee, das ist Kathy. Ja, in diesem Fall muss ich wahrscheinlich die Outrun-Funktion benutzen, weil ich wüsste dann nicht, wo ich das halt platzieren soll. So, ich glaube, ich bin... Ja. So.
Das hätten wir. Wenn alle bereit sind, auf geht's. Die Ausrüstung ist startklar. Wir haben die Truppen bereits informiert. Sie werden in Kürze angreifen. Lass uns die Gelegenheit nutzen und das Lager eindringen. Ich wette mit dir, dass wir viel auf einmal erledigen können, wenn wir uns beeilen. Der Navigator ist platziert und Casey sagt, dass die Berylon-Wachen euch so gut wie möglich unterstützen werden. Ihr beide müsst mitten ins Geschehen. Besiege die Verudentia-Magier und die Verudentia-Krieger. Jeweils 6 Stück. Bessere Ausrüstung. Und unser Inventar ist voll. Ja, prima. Ja, Momentchen. Ausweichen 87. So. Noch 3 Inventarplätze, das ist nicht so gut. Hier los. Ja, komm. Wir haben soweit 4 Krieger erledigt und 2. Einen noch. Oh, wollte ich nicht. So, haben wir nicht mit den Tasten und durcheinander. Dass sie so schnell respawnen. Weil wir müssen nicht warten, weil es sind schon ein paar Spieler online. So, ich schau mal mit der Quest hier. Ramsay. Koch. Gutes Essen kennt keine Grenzen. Hey, junger Reisender, sag. Von welchem Essen träumst du? Vor vielen Jahren. Äonen bekam ich ein legendäres Rezept von einem Menschen. Aber ich war jung und arrogant. Ich dachte, ich würde selbst zur Legende werden. Also habe ich das Rezept ad acta gelegt. Könnte man da ruhig sein? Ich bin gerade am Lesen. Eines Tages war ich unterwegs Zutaten sammeln, als mich irgendetwas in den Ellbogen biss. Habe ich mich nie erholt. Jetzt arbeite ich im Verudentia-Lager als einfacher Kopf und verdiene von meinem Brüchen. Der ist zwar nicht alt, ne, aber trotzdem nicht stimmt. Nein, du hast natürlich recht. Ich habe mich selbst in die Serie geritten. Besser ich gebe es dir. Jetzt beweist du meine Dummheit. Ne, Miss junger Reisender, wenn es wirklich ein legendäres Rezept ist, werde ich wohl merken, wenn du es vollständigst. Irgendwie habe ich nicht mitbekommen, weil es so laut ist. Was er von mir will. Ich habe es darin stehen Zutaten, wie man es zubereitet. Einen dann. Ah, okay, wir müssen was kochen.